Herzlich willkommen, ich bin Sauer Laser und heute möchte ich euch ein schönes Unboxing zeigen, gleich ein schönes neues Boot, was Vernünftiges diesmal. Auch noch ein paar andere Sachen, aber ich möchte mal kurz von mir zu euch reden. Und am Ende von dem Video wird es die Gewinner geben, die die zwei Quadrocopter gewonnen haben. Ich habe die mit Random-Sucher ausgelost und das blende ich dann am Ende nochmal ein, das Video. Und ich bitte für die Gewinner, die gewonnen haben und auch an die anderen, seid nicht traurig. Ich werde öfter mal sowas verlosen, wenn ich sowas kriege. Ich teste das ja nur. Ich will das ja nicht selber für mich behalten. Ich habe damit nur meinen Spaß und dann packe ich das wieder ein und dann werden die Sachen original, so wie ich sie gekriegt habe, an euch weitergegeben. Ich brauche die Sachen nicht, ne? Aber ich mache das halt eben als Test, wisst ihr. So, und die, die jetzt nichts gewonnen haben oder nicht damit bei sind, seid nicht traurig. Ich mache sowas immer mal wieder. Bei mir gibt es nicht irgendwie Abo-Special-Kram, Kacke oder habt ihr gesehen? Bei mir kriegen meine Abonnenten, also meine Zuschauer, die mich jahrelang bei mir zugucken, die kriegen hier die Sachen und nicht die Neuen, die mich nur abonnieren, weil sie was haben wollen. Das habe ich euch ja versprochen und so halte ich das auch. Und die, die jetzt da gewonnen haben, Gratulation, ihr habt jetzt 1 bis 2 Wochen Zeit, mich über YouTube anzuschreiben und mir eure Adresse zu geben. Und dann sende ich die Sachen los und mit Sendeverfolgung natürlich, dass das da definitiv auch bei euch ankommt. Bitte meldet euch dann, solltet ihr euch innerhalb der ersten oder der zweite Woche ist schon grenzwertig, aber solltet ihr euch nach 2 Wochen nicht gemeldet haben, wird das Produkt wieder neu verlost. Und dann suche ich einfach einen anderen aus. Das am Ende, jetzt kurz zu der Sache, womit ich euch mit euch reden möchte. Und zwar, Staufenbiel hat ja jetzt ihren Internetshop endlich online. Und zwar Staufenbiel Hamburg, Ottmarschen. Und das freut mich richtig, weil ich habe mich ja dafür auch eingesetzt, dass sie ihren Online-Shop machen. Und ich habe euch damals ja gesagt, es wird gemacht. Nur es ist nicht einfach so, man kann nicht einfach sagen, ja, wir machen einen Online-Shop und dann ist das zack, zack, zack. Nee, das braucht lange. Sowas braucht lange, damit es gut wird. Und der Laden ist jetzt online und ich freue mich richtig, dass ich euch das mitteilen kann, weil ich finde, dass so eine Läden Unterstützung brauchen, weil das sind feste Läden, die noch existieren und nicht rein online. Und man kann da hinfahren nach Staufenbiel, man kann die Beratung genießen, die Empfehlung, man hat Service, man kriegt Sachen umgetauscht, wenn was kaputt ist, man muss nichts versenden. Man kann mit den Leuten noch richtig schön sich unterhalten. Und da habe ich ein schönes Video für euch gemacht, weil die auch wieder den Laden umgebaut haben. Ich habe den ja so noch gar nicht gefilmt. Den möchte ich euch dann auch zeigen. Und dann habe ich mir einen Verkäufer geschnappt und habe ihm mal so ein paar Fragen gestellt. Und er hat da drauf geantwortet. Und ich möchte euch das Video gerne zeigen. Das kommt hier nach dem Video. Oder nach dem Unboxing hier und dem Infovideo. Und das wird euch einfach mal zeigen, was für Service ihr da kriegt, was für neue Modelle da sind, etc. Dann noch eine andere Sache. Ich unterstütze Staufenbiel super, super gerne. Damals schon und auch heute. Und Staufenbiel hat mich gefragt, ob ich gerne mit ihnen zusammenarbeiten möchte, als also sprich, dass sie mich sponsern. Und ich habe gesagt, gerne. Und ich bin jetzt bei Staufenbiel mit drin, deswegen seht ihr jetzt hier oben auch dieses Logo oder hier unten. Ich weiß gerade nicht, wo ich das einblenden werde. Und das werdet ihr jetzt immer sehen, weil ich jetzt ja, gesponsert bin von Staufenbiel. Ich kriege zwar nicht alles kostenlos, ganz klar ist das nicht. Aber Sachen, die ich zum Beispiel kostenlos kriege, die kann ich euch dann zeigen. Wenn es Angebote sind oder Schnäppchen oder irgendwelche Aktionen sind, dann werde ich die auf jeden Fall posten und auch mitteilen. Und auch den Online-Shop, der ist auch unten verlinkt. Da gibt es auch jetzt 10%. Also ihr könnt da bestellen. Das geht nicht sehr lange. Ich blende das mal hier eben ein als Datum, ab wann dieser Prozentsatz geht. Mit dem Code da unten zu. Da könnt ihr 10%, wenn ihr online bestellt, bekommen. Und ja, ihr könnt auch persönlich in den Laden fahren. Heute kommt ein neues Boot. Aber vorher noch ein Servo, was ich euch zeigen möchte. Und eine Funke. Und zwar die Spektrum DX5E. Das sind jetzt so zwei Sachen, das ist was Besonderes, das ich euch jetzt zeigen möchte. Und zwar habe ich die Funke bei Staufenbiel bekommen. Sowas könnt ihr auch bei Staufenbiel bekommen, deswegen habe ich sie auch mitgenommen. Auch weil ich sie brauche für mein Blade. Ich habe ja momentan die DX4 von Udo bekommen, leihweise. Das Problem ist bei der DX4, man hat keinen Trim. Und die DX5E hat Trimknöpfe und hat auch noch einen weiteren Moody. Und sowas könnt ihr bei Staufenbiel auch bekommen. Und zwar
B-Ware, also gebrauchte Ware, könnt ihr auch kriegen für einen richtig günstigen Schnapper. Ich habe jetzt diese Funke hier bekommen für einen günstigen Preis und ich wollte euch einfach nur zeigen, wie der Zustand zum Beispiel ist. Und ich muss sagen, diese Funke sieht 1A aus. Und ihr könnt da auch gebrauchte Autos bekommen für wirklich kleines Geld. Und auch für Schüler, die jetzt nicht so viel Geld haben, kann man da was kriegen. Es sind auch viele Autos, das seht ihr auch morgen im Video. Ich habe die mal gefilmt. Da sind viele Autos, Boote, Hubschrauber, Flugzeuge. Ihr müsst nicht immer neu kaufen. Das ist nur ein Tipp. Diese Funke hier ist das beste Beispiel. Die habe ich jetzt mitgenommen, um euch das mal auch zu zeigen und weil ich sie selber brauchte. Und hier kriegt man halt eben günstig. Also ich glaube 25, 30 Euro. Wo kriegt ihr für den Preis eine Funke von Spektrum DX5E? Und online gehen die so für 40 bis 50 Euro weg. Ja. Erstes Beispiel. Das zweite Beispiel ist Servo. Stauffenbier hat gerade Spektrum im Angebot. Und zwar haben wir hier das neue S6260 HV Digital Highspeed Surf Servo. Und zwar ist das von 100 Euro runtergesetzt worden, 100 irgendwas, ich glaube 122, runtergesetzt auf unter 100 Euro. Und wenn ihr euch so ein schönes Spektrum Servo bei Stauffenbier kaufen wollt, dann bekommt ihr, wenn ihr das erwähnt, noch einen kleinen Bonus, eine kleine Überraschung etc. Und halt eben den günstigen Preis, die dieses Servo kostet. Und wir werden uns das jetzt mal kurz angucken. Also wir haben hier, wie gesagt, das S6260. Ist ein High-Voltage-Servo im Kleinausmaß, also nicht Standard. Und wir können das Servo mit 6 Volt, 7,4 und 8,4 Volt betreiben. Und haben dabei eine Stellkraft bei 8,4, haben wir 17,4 Kilo. Bei 7,4 haben wir 15,1 Kilo und bei 6 Volt haben wir immer noch 12 Kilo. Also das ist wirklich top. Aber was ich richtig krass finde ist, guckt euch mal die Stellgeschwindigkeit an. Wir haben 0,06 Sekunden bei 8,4 und bei 7,4 haben wir noch 0,07 und selbst bei 6 haben wir 0,08. Also das ist ein sauschnelles Servo. Und wir werden uns das Servo mal genau angucken. Das heißt, wir packen das heute in diesem Video aus, machen ein Unboxing und dann werden wir uns das Video, das Servo mal angucken. Das heißt, ich werde das aufschrauben, wir werden uns mal die Komponenten angucken. Wir werden dieses Servo mal testen. Und zwar, wo der Unterschied zwischen Spektrum und Savox liegt. Weil mich das echt extrem interessiert. Und das werden wir hier in dem Fall auch tun. Und ich muss sagen, Spektrum ist sowieso sehr schön. Auch von der Funke und alles. Ich finde Spektrum wirklich tolle Qualität. Hier haben wir auch mal Servohörner, Feststellschrauben, auch die Schraube zum Festschrauben der Servohörner. Dann haben wir hier das Datenkabel und das ist zwar richtig geil. Wir haben hier ein Servo, was mit einem Stecker funktioniert. Dann haben wir hier noch eine Anleitung und dann haben wir hier eine schöne kleine Plastikdose, womit man immer noch irgendwas transportieren kann etc. Sehr fein. Wir gucken uns das Servo mal an. Wow. Sehr schönes Gewicht. Hat hier noch Ölreste. Muss man einmal wegwischen. Zack, einmal weggewischt. Und hier haben wir jetzt dieses richtig schöne Alu-Servo in der Hand. Unten Kunststoff und oben der Deckel auch aus Kunststoff. Hier vorne haben wir den Stecker. Und das war's. Und im Spektrum hat ja jetzt auch ein neues Servo rausgebracht, wo in dem Servo ein, oder war das der Regler? Ich weiß jetzt gar nicht, ob Regler oder Servo, wo ein, ist hier Empfänger mit eingebaut ist. So, wir gucken mal kurz uns das Servo an. Ich bin mal echt gespannt. Hier ist das Datenkabel und das finde ich richtig cool. Wir können einfach hier mit so einem Datenkabel, was schön eingepackt ist, hier reingehen. Für mich ist das auch heute zum ersten Mal, dass ich so ein Servo in der Hand habe. Zack, dann kommt das da reingesteckt und dann ist das auch fest. Kriegen wir das nicht mehr raus? Oh doch, mit ein bisschen hin und her gewackelt kriegen wir das raus. Aber das ist wohl nicht so vorgesehen. Das wird hier reingesteckt, zack, und dann können wir das sogar noch drehen. Es sitzt auf jeden Fall Bombe drin, denn man muss ein bisschen Kraft aufwenden. Und schon haben wir das Servo fertig. Und es ist wirklich schön klein. Toll. Toll. Servotester. Servotester. Jetzt gucken wir mal, was das auf 6 Volt für eine Performance hier am Tag legt. Das ist nur grob jetzt. Den Feintest machen wir noch extra. Und das interessiert mich auch mal. Aber mich würde jetzt mal interessieren, wie fein das Servo ist, weil ich habe mir ein bisschen was angehört zu dem Thema Servo.
Das Servo läuft mit meinem Handpack, der wohl schon Unterspannung hat, nicht so gut. Mit dem 2S Lipo läuft es deutlich besser. Und ich möchte mal kurz gucken. Okay, es war nicht gerade. Also hier ist es nicht gerade drauf. Es läuft wirklich sehr ruhig sogar. Oh, Alter, die Geschwindigkeit ist abartig. Guckt euch das an. Und jetzt zeige ich euch mal den Geschwindigkeitstest. Ich mache mal automatisch. Alter, es ist echt schnell. Und... Boah, es hat richtig Kraft. Aua, 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 aua. Wir werden das Servo auch testen im Auto. Und zwar kommt das schöne Servo in meinen Flachbahner, meinen neuen, rein. Und wir werden uns das aber genau nochmal angucken. Ich werde erstmal den Test machen gegenüber Savox, weil mich das interessiert. Mal gucken. Ah, jetzt geht's auch wieder ab. Muss ich erstmal eingewöhnen. Ja, sehr cooles Servo. Werden wir mal gucken, was das alles so drauf hat. Von den Daten her verspricht sich das viel. Und ob ich dann auf Hochvolt gehe oder auf 6 Volt, muss ich mal gucken. Aber das sieht hier schon mal sehr hochwertig verarbeitet aus. Wie gesagt, ist auch gerade im Angebot. Und das macht das Ganze ein bisschen attraktiv. Da muss man sich überlegen, zahlt man jetzt 20, 30 Euro mehr und holt sich ein Spektrum statt einen Savox. Gucken wir mal. Wir werden das auf jeden Fall testen. Das heißt... Spektrum und Savox-Servo-Test wird kommen. So, jetzt kommen wir zu dem neuen Boot. Und zwar kein Billigboot. Hier kommt was richtig Geiles. Ich habe mir was richtig Geiles gegönnt. Hier unter diesem riesigen Karton. Ja, man sieht leider nichts, weil einfach nur ein grauer Karton. Aber ich mache es mal auf. Das Ganze ist von Horizon. Und... Da-da-da-da. Die Push It. Ein geiles Boot, Leute. Ein mega, mega geiles Boot. Das Finish, diese Lackierung, der Hammer, ey. Dieses Boot habe ich bei Staufenbiel gekauft. Und guckt euch das an. GFK, kein Kunststoff, wie bei der Inception. Wir haben hier GFK, also was richtig Hochwertiges. Guckt euch die Lackierung an. Zu der Inception kommt noch ein Review bald. Ich bin ein bisschen enttäuscht von der Inception, weil der Klarlack abgesprungen ist. Und das hat mich doch schon, es hat mich wirklich sehr gestört. Aber das soweit im Review. Ja, wie ihr seht, haben wir hier einfach nur einen Deckel, den wir hier abnehmen können. Mit einem Knopf, mehr nicht. Das Ganze muss nämlich immer verklebt werden vor jeder Fahrt. Es gibt hier keine Verschlüsse. Und dann haben wir jetzt hier diese richtig geile verarbeitete Rumpf. Das ist ein kompletter GFK-Rumpf. Wie sagt man dazu? Einteiliger GFK-Rumpf. So. Das heißt, wir haben hier nicht irgendwelche Hälften, die zusammengeklebt wurden, sondern das ist ein ganzes Stück. Und macht von der Verarbeitung her einen richtig guten Eindruck. Schöne Einsätze. Der Motor hier ist richtig schön verarbeitet worden. Hier nochmal eine Zwischenbrücke. Hier hinten haben wir das starke Servo für die Lenkung. Und das Ganze ist hier richtig top verarbeitet. Der Motor sitzt richtig bombenfest. Vorne und hinten einmal befestigt. Das Ganze ist kein Außenrunner, sondern ein Inrunner, der mit einem Kühlmantel, Wasserkühlung gekühlt wird. Und wir haben hier zwei Kühlflächen, einmal vorne und den Kühlmantel selber. Dann haben wir hier einen Seeking Regler, und zwar 120 Ampere. Wir können hier 2 bis 6S mitfahren. Der Motor kann, glaube ich, sogar 6S ab, aber bin ich mir nicht sicher, ausgelegt für 3 und 4S hier. Wir haben hier eine schöne Flexwelle, die hier drin verbaut ist, und können das Ganze hier auch warten. Das Ganze ist Bind and Fly, das heißt, wir müssen, das Ganze ist ARR, ohne Funke, wird das verkauft. Und das wurde runtergesetzt von 419 Euro auf 369. Und das Boot gibt es auch von Hobby King, haben vielleicht viele gesehen. Da heißt es einfach nur Push It Limit oder Lithium
Push It heißt es da und hat aber nicht diese geile Lackierung. Diese geile Lackierung habe ich bis jetzt nur bei Staufenbier gesehen und bei Banggood. Aber bei Banggood kostet das Boot, glaube ich, 240 Euro, so viel ich weiß. Und kommt aus China. Und damit dürft ihr euch sicher sein, da kommt Zoll drauf. Und dann seid ihr bei dem gleichen Preis, was wir hier in Deutschland bezahlen für das Boot. Und bei Hobby King ist das Boot nur gelb mit dem Push-It und hier so ein Lithium-Schriftzug, glaube ich, an der Seite. Und da kostet das Boot 169 Euro, auch aus China. Das heißt, da kommt auch Zoll drauf. Und ohne Regler. Das heißt, ihr müsst nochmal knapp 100 Euro für den Regler bezahlen und Servo ist auch nicht dabei. Dann ist das Ganze bei Hobby King gar nicht so hochwertig verarbeitet, habe ich gesehen. Das heißt, hier haben wir das nicht ordentlich verarbeitet mit so einem ordentlichen Käfig und der Motor ist auch nicht so schön verarbeitet worden. Ihr müsst euch mal, oder ich blende euch mal hier Bilder ein, da seht ihr einmal die Verarbeitung von hier und dann die Verarbeitung von dort. Es ist einfach nur der gleiche Rumpf, nur eine andere Lackierung. Ich packe das mal eben zusammen, wir holen das Boot mal da raus. Wir haben hier noch den Holzständer mit dem Schriftzug drauf, Push It. Dann haben wir hier eine Zubehörtüte und was ich richtig geil finde, in der Zubehörtüte ist gleichzeitig Kleber, also eine Kleberolle mit bei. Dann Ruder, Schrauben, Finn, alles am Start. Schraube ist auch mit dabei hier. Die Schraube, habe ich gehört, soll nicht so gut sein. Da soll man sich eine bessere holen und zwar ist das die Octura X445, die werde ich mir wohl mal besorgen, da werde ich mir die 2er und die 3er besorgen von Octura, die kosten ein bisschen mehr, die kosten 25 Euro die Schrauben, aber damit soll das Boot auf 6S richtig geil abgehen und bin ich mal gespannt. Wir werden das Boot aber erstmal standardmäßig auf 3 und 4S uns angucken und ja, dann haben wir hier noch die Bedienungsanleitung von dem Boot. Und ja, TRF Hobby steht da hinten auch nochmal drauf. Und dann holen wir das hübsche Ding mal raus. Richtig schön eingepackt hier in Styropor. Und ich muss sagen, von der Lackierung her, oh, vorsichtig, vorsichtig. Und hier keine Kratzer gleich reinhauen. Von der Lackierung her, wow. Da ist das hübsche Ding. Es ist 82 cm, also wir haben hier keinen Meter wie bei der Inception. Ich kann hier auch mal ein bisschen rüberschwenken. Hier fängt die Bootspitze an und dann geht das Ganze bis nach hinten, so, wieder ab in die Mitte mit euch und ja, ihr seht allein schon hier hinten, guckt euch mal diese geile Geschichte hier hinten an. Hier können wir richtig noch einstellen, wie weit das Rohr runter soll. Das Ganze hier unten von der Verarbeitung sieht auch anders aus wie von den anderen Booten, wie bei Banggood und Co. Da ist das nämlich nicht so gefertigt, das sieht nämlich viel billiger aus, muss ich ehrlich an dieser Stelle mal sagen, das sieht wirklich schlecht verarbeitet aus. Hier haben wir das Servo, hier ist das der Halter, alles aus CNC gefrästen Alu, wir haben hier keinen Kunststoff oder so. Alle Halter, die wir hier sehen, alles Alu, ja, hier die Klappen, die muss man nochmal feststellen, die Schrauben, die drücken hier natürlich unsere Klappen runter und hier kommen dann die seitlichen Finnen hin und hier müssen wir noch die Wasserkühlung einbauen und den Prop noch hinten drauf. Prop wird raufgeschoben und einfach nur mit so einer Spitze hier mit einer Mahnschraube befestigt. Ja, das Ganze sieht richtig stark aus. Guckt euch dieses Design und das zieht sich hier so am Boot runter. Das sieht einfach nur so böse geil aus. Guckt euch das an. Richtig stark. Geile Lackierung. Echt. Übelst geil. Gefeiert hätte ich es ja, wenn hier 23 gestanden hätte, statt 27. Aber 27 ist auch schön. Guckt euch diese hübsche Lackierung an. Seht ihr das im Licht? Das ist eine richtig schöne Arbeit. Schöne Lackierung, wirklich richtig schöne Lackierung. Ich bin von der Inception ja ein bisschen enttäuscht. Ich hatte das abgeklebt und habe das Klebern abgemacht. Und dann ist mir hier der Klarlack abgerissen am Boot und jetzt splittert der immer weiter und ich habe versucht mit einer neuen Klarlackschicht zu lackieren, ist mir nicht gelungen, der Klarlack wurde matt und das sieht echt schlecht aus. Ich muss mal gucken, ob ich das nochmal nacharbeite, deswegen habe ich Aufkleber drüber gemacht. Ich muss das bei dem Zetschen nochmal neu machen, ne? Aber das Boot hier, das sieht deutlich viel besser verarbeitet aus, überhaupt kein Vergleich. Ja, und dafür zahlt man natürlich auch. Ich baue mal eben kurz den Ständer auf, einen Holzständer wieder mit ganz normalen Pressspan. Hier auf beiden Seiten der Schriftzug. An dieser Stelle leider kein Gummi zum Schutz. Da muss ich mal gucken, ob ich das selber mache.
Da muss ich Shoutout an Hobby King geben. Die haben an sowas gedacht. So, dann kommt das schöne Boot hier drauf. Ja, es ist wieder ein V-Rumpf, kein Katamaran. Und ich habe mich einfach dafür entschieden, weil diese Boote super, super stabil im Wasser sind und auch enge Kurven machen können. So, jetzt zoome ich euch mal kurz in die Hand. Ich möchte mal kurz gucken, welches Servo wir da haben. Wir haben ein CYS S3003 Servo. Ansonsten sehe ich keine Daten. Ich hoffe, es ist wasserdicht. Und ich möchte euch mal kurz die Verarbeitung hier innen drin zeigen, wie das hier innen drin verarbeitet ist. Könnt ihr das sehen? Ich zoome mal ein bisschen ran. Hier, so ist die Verarbeitung mit Unterlegscheiben und Muttern. Wurde der Rumpf hinten dran gemacht. Und so wie es aussieht, ist das noch eine verstärkte Holzleiste mit drin. Hier der Auslass an der Seite. Hier der Einlass, auch alles schön mit diesen Nupsis hier. Also hier wurde wirklich an vielen Details gedacht hier, wo der Schlauch reingeht. Ist alles schön abgedichtet. Und hier kommt auch fast so gut wie gar kein Wasser rein, wenn man oben den Deckel abgeklebt hat. Und wir gucken uns jetzt mal das Innere genauer an. Hier, guckt euch das mal an. Das sieht so geil aus. Schön. Alles sehr stabil, ey. Und jetzt zeige ich euch mal das Bild von meinem und jetzt von Hobby King und von Banggood. Da seht ihr die Unterschiede. Die sind ganz anders aufgebaut, zum Beispiel an den Regler. Hier haben wir ja einen richtigen Sea King Regler drin, ne? Nicht irgend so ein Billigmüll. Wobei ich sagen muss, dass Hobby King ja auch die Sea King Regler hat, nur umgelabelt. Und das sieht hier wirklich alles sehr, sehr gut aus. Schläuche vielleicht nochmal nachziehen. Aber ansonsten muss man hier nicht so viel machen. Hier das Tütchen mit dem Gel raus. Vorne ist Styropor in der Spitze drin. Das heißt, ab hier ist Styropor drin. Ja. So, wollen wir mal zusammen die Anbauten hinten machen. Ich würde sagen, ja, ziehen wir das Video heute mal in die Länge. Und dann holen wir uns auch gleich die Bedienungsanleitung dazu raus. Zack, zack. Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Check. Bla, bla, bla. Sekundenkleber, soll man den Ständer zusammenkleben? Ja, Schraube. Hier wird gezeigt, wie der Propeller befestigt wird. Der sowieso ausgetauscht wird. Rudermontage. Zack, zack, zack. Muss man irgendwie auf nichts richtig achten. Schlauch drauf, Befestigung von der Seite, Servo ist schon drinne, wie das da durchkommt, Servo festgemacht, einfach nur mit Dings. Ah, da kommt der Receiver hinten ans Servo, da habe ich mir extra hier die beste, den besten Wasserschutz geholt. Hier, ja, das Boot kommt wohl aus China, also der Rumpf, aber die Sachen von mir, die hier drinne sind, wohl nicht. Und dann mit Wasserkleber verbinden. Ja, wir sollen auf jeden Fall, hier steht es auch nochmal, wir sollen auf jeden Fall die Flexwelle definitiv nochmal fetten. Und das werden wir auch machen, bevor wir das Boot zu Wasser lassen. Das ist echt wichtig. So. Oh, endlich ein ordentliches Boot. Ihr glaubt gar nicht, wie derbe ich mich freue, dass ich endlich ein richtiges, geiles Boot am Start habe. Und hier natürlich an der Stelle auch nochmal mein Dank an Staufenbier für die ganzen Sachen. Finde ich richtig stark und werde ich auf jeden Fall testen. Ah, hier. Ganz klassisch Hobbywing-mäßig die Einstellung für den Regler in typisch Japanisch und Englisch. Hier können wir den Regler nochmal einstellen. Zellenabschaltung ist auf 3,2 Volt. Wir haben vorwärts und rückwärts. Wir haben automatische Lipo-Erkennung bis 6S geht das Ganze. Und Timing von 15 ist im Bootsbereich wohl ein bisschen anders. Hier ist wohl der, ach so, hier ist der Sea King nochmal aufgelistet. Wir haben wie gesagt den 120A. Der kann bis zu 720A kurzzeitig hochgehen, kann 2 bis 6S und gibt 6 Volt BEC aus. Okay. Gut, das war nur der Regler. Bauen wir die Sachen an.
Ja, dass es da so Qualitätsunterschiede gibt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut, hier sieht man so ein bisschen so, das hätte man ein bisschen besser machen können von der Lackierung. Man hätte die Sachen auch abmachen können. Aber es sieht mir so aus, als wäre das hier abgedichtet. Weil es sieht so ein bisschen aus, aber es ist abgedichtet. Ach so, okay. Ich dachte schon. Alles gut. So, Antenne. Wo kommt denn die rein? Wo kommt denn die Antenne rein? Habe ich was übersehen? Nope. Wo sollen die hin? Hä? Habe ich tatsächlich was übersehen? Wo sollen die Antenne rein? Das macht ja gar keinen Sinn. Antenne. Antenne. Nö. Antenne wird hier nicht gezeigt. Ja, wir haben eine Antenne, die wir nicht brauchen. Cool. Gut, Antenne weg. Wird wohl nicht gebraucht. Check. Dann haben wir das geile Ruder hier. Ich finde geil, dass hier eben alles aus Alu, CNC gefrästen Alu. Oh, sehr scharfes. Sehr scharfes Ruder mit Wassereinlass im Ruder. Das heißt, die Wasserkühlung läuft hier oben durch und nicht extra mit so einem Pinnippel. Finde ich richtig stark. Das sieht von der Verarbeitung her, macht das wirklich einen richtig geilen Eindruck. Richtig geil. Schön. Richtig schöne Sache hier in der Hand. Geiles Ruder, schön groß. Ah, und man kann sogar, oh, das finde ich ja geil. Das ist ja geil, das zeige ich euch gleich mal. Kann man einen Schraubenzieher holen. Und zwar einen richtigen. Ja, ich bin nicht auf diesem Boot-Trip gerade, aber das Ding ist, ich kann euch das ja mal kurz sagen. Meine Brille, meine FPV-Brille hat sich verabschiedet. Und daher habe ich momentan einfach keine Brille zum Fliegen. Und man könnte fast sagen, ich kann nicht ohne FPV-Brille fliegen. Ich kann zwar fliegen, aber es macht keinen Spaß. Ja, ist die Wahrheit. Es macht echt keinen Spaß. Und ich warte auf eine neue Brille. Und ja, deswegen gibt es momentan keine Flugvideos, weil es mir einfach keinen Spaß macht. Und die neue Brille, mit der kann ich auch aufzeichnen. Ja. So, jetzt haben wir das Tolle hier. Seht ihr das? Das Tolle hier, man kann die untere Schraube so einstellen, dass das Ruder im Notfall nach oben klappt. Das ist ja geil. Das hat hier extra, habt ihr ja gerade bestimmt noch gesehen, so eine Einschärfung da drin. Das ist ja cool. Und dann können wir hier einmal das aufdrehen. Dann kann hier das Lenkservo eingearbeitet werden. Das machen wir erst fest, wenn wir wissen, ab wann. Hier, guck mal. Das finde ich cool. Das ist irgendwie eine coole Sache. Schützt das Ruder. Ich glaube, das werde ich sogar einbauen, die Funktion. Wir machen das jetzt nur mal kurz grob, weil das zieht sonst das Video wieder unnötig in die Länge. Ach cool, wir haben sogar die passenden Imbusschlüssel und einen Schraubenschlüssel mit dabei. Falls man keine Imbusdreher hat, ist ja stark. Hier haben wir nochmal genug Kabelbinder am Start. Hier ist ja nochmal alles extra eingepackt wieder. Ist ja wieder Umweltverschmutzung hoch 3. Dann haben wir hier dieses Teil nochmal. Wofür ist das? Ah, das ist ja eine coole Nummer. Das wird einem selber überlassen. Und zwar ist das hier, ich habe mich nämlich schon gewundert, was das ist. Das ist das Antennenröhrchen. Und zwar kommt hier die Antenne rein. Ja, das ist für die Antenne. Ich weiß, dass es so ist. So, das geht hier ein bisschen strammer, damit da kein Wasser reinkommt. Ach, so, ein bisschen mit Druck wird die Antenne hier reingedrückt. Und dann kann man jetzt, man kann es, sich hier ein Loch reinbohren, entweder wo man sie hinhaben möchte, und kann hier das Antennenröhrchen befestigen. Und dann, wenn man den Regler oder ja, den Empfänger eh hier oben drauf oder hier an die Seite ran macht, könnte man direkt die Antenne nach außen führen und könnte mehr Reichweite machen. Ich werde das lassen. Ich werde hier in das Boot erstmal kein Loch reinmachen, wobei das geil aussehen würde, wenn die Antenne so gucken würde. Aber ich werde es erstmal lassen. Ich werde das Kabel einfach so hoch machen, dass es nach oben steht, und das war's. Ich hoffe, dass das funktioniert. Wenn nicht, nachträglich ein Loch bohren, dürfte nicht das Problem sein. Aber so ein GFK-Rumpf, ne, da will man
ein bisschen aufpassen. Messerscharfe Finnen an den Seiten, also Vorsicht beim Transport. Ja, sehr schön. Komm hier an die Seiten ran. Und zwar hier. Mit Unterlegscheibe sogar. Okay, sehr nice. So, wir machen mal eine fest, das dürfte ja reichen. Wir können hier auch die Höhe, den Winkel und die Position verändern, wie wir wollen. So, und jetzt können wir hier noch den Winkel verändern und noch die Höhe, indem wir das rein- oder rausschieben. Auch coole Sache. Das lassen wir mal. Und dann haben wir hier den Propeller. Den müssten wir... Ja, okay, jetzt sehe ich auch warum. Der sieht jetzt nicht sehr atemberaubend aus, muss ich sagen. Sieht echt so hingefuscht aus. Ja, den bemängel ich so ein bisschen. Ne? Aber vielleicht mit ein bisschen Polieren und etc. könnte er was werden. Und dann kommt hier das kleine Außenteil drauf und wird fixiert mit dem Propeller. Und zwar... Und zwar so. Zack. Und jetzt ist das hier fest, hat eine Spitze vorne und soll richtig Action geben, die Geschichte hier. Und da bin ich mal gespannt, was wir hier an Leistung rausholen. Ja, das war's. Rest mache ich für mich. Ich bin mal gespannt, was die Pusche bringt. Wie gesagt, richtig schönes Boot. Gefällt mir richtig. Vom Aussehen gefällt mir das richtig geil. Schöne Lackierung und ich bin mal gespannt, was für eine Performance das im Wasser liefert. Okay, das war's mit dem Unboxing. So, wir kommen jetzt hier zum Verschenkung. Ich mache ja hier keine Gewinnspiele. Heute wird die Symja und die T37 verschenkt. Und da gehen wir auf das letzte Video von mir. Das war ja hier das Unboxing, wo ich da gesagt habe, ihr sollt mir in die Kommentare schreiben. Stecker einfach in die Steckdose, Kabel auf. Ja, was ihr haben möchtet, kopieren, einfügen. Jetzt lädt er hier die Kommentare. Es waren hier 134, so wie es aussieht. Oder er hat hier 134 Stück gefunden. Und wir gehen jetzt auf Random. Ich möchte noch kurz vorweg sagen, jeder, der hier gewinnt, herzlichen Glückwunsch. Und an die Leute, die nicht gewonnen haben, seid nicht traurig oder enttäuscht. Es kommt immer mal der Moment, wo ich wieder so eine Kleinigkeit in euch gebe, die ich einfach nur zum Testen haben wollte und aber nicht selber behalten möchte. Und die werde ich dann immer wieder verlosen an euch. Das heißt, es kommen jetzt immer ein paar Sachen von den Häusern und seid da einfach gespannt drauf. Und dann kriegt ihr das von mir geschenkt. So, wir suchen den ersten Gewinner. Und zwar RC Spider 352. Ich würde mich echt freuen, wenn ich die Symja gewinnen würde, aber gönne den anderen den Gewinn. Aber die Chance zu gewinnen ist 1:1. Ja, das stimmt, aber cool, dass du es den anderen Leuten natürlich auch gönnst. Ich überprüfe kurz, ob derjenige qualifiziert ist. So, und wie wir hier sehen, hat der RC Spider 352 hier vor 8 Monaten das letzte Mal geschrieben, hier vor 1 Jahr. Und ja, hier auch, hat halt eben nur sein Profilbild geändert, hat mich also schon längere Zeit abonniert und verfolgt mich auch seit längerer Zeit, wie wir das hier sehen. Das ist also nicht jemand, der mich nur wegen dem Gewinnspiel abonniert hat und darauf kommt es mir an. Deswegen an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, RC Spider. Du hast die Symja gewonnen und du hast es auch anderen Leuten gegönnt, sehr korrekt von dir. Bitte schreib mich innerhalb von 2 Wochen an, ab dem Zeitpunkt, wo das Video online ist. Und also jetzt dieses Video hier, was du gerade siehst. Und solltest du mich aber nicht innerhalb von 2 Wochen über YouTube PN anschreiben, verlierst du leider den Anspruch auf den Gewinn und ich lose einen neuen aus. YouTube PN werde ich gleich nochmal kurz am Ende erklären. Jetzt suchen wir erstmal den zweiten Gewinner raus. Also RC Spider lasse ich mal oben offen. Und wir suchen den nächsten. Die Symja ist leider weg. Symja. Der hätte auch gerne die Symja. Ja, Ronny. Nur mal kurz hierzu. Finde ich gut. Ne? Wir suchen weiter.
an der X5 weiter. Möchte die Simja haben. Oh, Modellbau statt Ruder. Ich würde gerne die T-37 haben wollen, da ich auch mal eine Drohne testen möchte und sie gut zum Einsteigen ist. Nach 4,5 Jahren Abonnent eventuell diesmal Glück. Ja, natürlich. Ich überprüfe das jetzt mal kurz. Ansonsten schon mal herzlichen Glückwunsch. Du hast die T-37 gewonnen, siehst du? Ne? Da triffst eventuell sogar den richtigen. So, er hat hier sogar die Abonnenten gezeigt und hier unten stehe ich auch drin. Er hat mich auf jeden Fall definitiv abonniert. Dann gehen wir nochmal oben durch die Kommentare und da werdet ihr auch sehen. Ich mache das eigentlich immer nur, um euch zu zeigen, dass das wirklich Leute sind, die auch schon länger dabei sind. Hier sehen wir das vor 2, vor 8, vor 10, vor einem Jahr, vor 3 Jahren sogar. Also du bist wirklich ein sehr treuer Abonnent und du hast das definitiv verdient. Herzlichen Glückwunsch, Modellbau statt Ruder. Sorry, wenn ich es nicht richtig ausspreche, aber hier haben 2 Leute es wirklich verdient. Und das freut mich, dass das langjährige Abonnenten sind und nicht welche, die mich einfach nur wegen dem Gewinnspiel abonniert haben. Schön, dass ich euch jetzt was zurückgeben kann, einfach so fürs Zugucken etc. Ich habe ja gesagt damals, dass ich den Kanal nicht gestalte, weil ich hier durch die Verschenkung mich groß machen möchte etc. Das interessiert mich nicht. Ich möchte einfach nur unterhalten, Tipps geben etc. Und ja, hier haben es jetzt 2 Leute gekriegt. Auch für dich gilt, bitte melde dich innerhalb von 2 Wochen ab Datum dieses Videos, was du gerade siehst hier. Solltest du dich nicht innerhalb von 2 Wochen melden, wird hier die T37 anderweitig verlost. Wie ihr euch melden könnt, ganz klar, ihr geht auf meinen Kanal, dann geht ihr auf Kanalinfo, das ist hier oben. Und dann habt ihr hier das Feld Nachricht senden. So, und da klickt ihr beide bitte drauf, schreibt mir eure Adresse und dann sende ich euch euer Produkt zu. Das war's. Gratulation an die beiden Gewinner. Hab mich echt gefreut. Oh, hab mich echt gefreut. Hier RC Spider und Modellbau statt Ruder. Glückwunsch. Wie gesagt, könnt ihr auch bei Stauffenbier erwerben. Momentan habe ich aber das letzte genommen. Aber falls ihr das Boot auch haben wollt, einfach nach Stauffenbier und da können sie es euch auch bestellen für den gleichen Preis. Das ist gar nicht das Problem. Aber ich würde sagen, ihr wartet erstmal ab und guckt bei mir, wie euch das hier gefällt. Okay, ich bin's, euer Laser. Schaltet auch wieder ein, wenn es heißt Lasertag. Tschüss.